Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 51 von Oxygen Not Included. Ja, wir waren hier unterwegs und haben vieles gemacht und auf jeden Fall hat der Mordrak mir einen Kommentar geschrieben und da waren ganz viele Infos drin, die ich ganz cool fand. Er hat auch zwei Videos gemacht, die ich mir dann angucken konnte auf meinem Discord in dem Bereich vom Oxygen Not Included, hat er dann die Verlinkung gemacht und da steht halt drin, dass man hier dieses Unlock-Teil, wie man das benutzen kann. Ne? Das ist eine richtig coole Geschichte. Danke für diese Videos und auch das mit dem Plastik, wie man den herstellt. Da ist auch ein Video drauf gemacht. Das fand ich richtig gut. Danke. Hat mir sehr viel geholfen. So, hier ist dieser Unlocker. Und da müsste man eine Luftschleuse drumherum bauen, wo dann da... Ne, der Unlocker ist das gar nicht. Quatsch, hier ist er. Da müsste man Luftschleuse drumherum machen, dass der dann da angelockt wird, während er dann automatismusmäßig die Türen auf und zu macht. Dann kannst du den dann weiter irgendwie Richtung diese Seite locken. Was dann hier etwas schwieriger ist. Aber er hat auch geschrieben, dass da Schleim dran muss, damit die den dann auch nutzen, glaube ich. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Dann würde ich erstmal sagen, nach dem Intro gucken wir dann weiter, wie wir hier vorgehen, ne? Bis gleich. So, da steht schon mal Forschung abgeschlossen. Dann wollen wir noch mal gucken, dass wir da erstmal reinschauen, ob wir da auch was Neues gemacht haben. Da ist die Forschung, sieht nicht so aus. Dann wollen wir doch mal gleich gucken, dass wir da das nächste voranbringen. Ne? So, gehen wir mal raus. Da haben wir schon alles. Hier unten sind noch ein paar, die wir in dieser Richtung noch nicht haben. Künstliche Freunde. Hier haben wir so Alarmsysteme. Und das ist ein Rohrgaskeimsensor, ein Rohrflüssigkeitssensor und ein Keimsensor. Störungsumlenkung, Surfsimulator, okay, damit die ein bisschen entspannter werden. Da gibt es eine Kaffeemaschine sozusagen. Oxylitraffinerie, Molekularschmiede und Trinkwassersprudler. Auch alles sehr interessant, ne? Hier unten ist noch für schick machen. Hier sind dann noch die ganzen... Speicherumschalter, XOR-Gatter ist das und hier ist ein Arcade-Automat, virtuelles Planetarium und das ist ein Duplikanten-Kontrollpunkt. Jetzt müsste man hier noch gerade die Sensoren sehen, dann könnt ihr euch den zeigen. Ich weiß jetzt nicht, wie der gerade aussah. Timer-Sensor, war das der? Nicht-Gatter? Nee. Wahrscheinlich habe ich den noch gar nicht, ne? Also der kommt ja später hier wahrscheinlich mit Signalwähler, Signalverteiler. Forschungs. Tja. Ne, da ist das alles nicht bei. Bandlesegerät, Bandschreiber. Wo ist denn dieses Teil, wo man sieht, dass einer reingekommen ist? Duplikantenbewegungssensor? Nee, der ist das dann nicht. Ja, schade, weiß ich jetzt nicht, ne? Das ist ein Filtergatter und Puffersignal. Irgendwie so ähnlich wie dieses hier sah das eigentlich aus, aber... Kommandomodul, ne, das ist alles hier keine Frachtraum. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wo das ist. Muss ich mir nochmal angucken in dem Video, dann kann man es hier auch nachher sehen. Aber wir sind ja erstmal dabei zu gucken. Tageslichtlampe, Aerotopf und Fensterziegel. Ich glaube, ich entscheide mich mal für dieses Transitrohr, ne? Ja. Haben wir diese Forschung erstmal. Raus dann da. Also da kann wieder geforscht werden. Hier haben wir letztes Mal noch hingeguckt. Hier wurde jetzt Wasser geholt. Hier gehen sie auch tiefer, können auch tiefer. Wir müssten jetzt schauen, wie wir da nur vorbeikommen. Aber mir erscheint es hier gerade nicht so. Achso, wir gehen hier lang dann, ja. Okay, das geht natürlich auch. Obwohl,
prinzipiell einfach da noch eine Leiter tiefer erstmal machen, ne? Weil wir müssen erstmal gucken, hier ist noch ein Obsidian. Neutronium ist doch hier, dann muss hier ein Geysir sein. Okay, da müssen wir hier ein bisschen aufpassen, wenn da Neutronium ist. Das bedeutet, wir gehen mal hier mit der Leiter ruhig ein tiefer. Ich glaube, zwei können wir... Nee, können wir nicht, da ist es schon. Dann lass es mal mit einem gut sein und dann gucken wir mal langsam, was da ist. Da haben wir auf jeden Fall dann einen weiteren Geysir. Hier wurde jetzt gerade aufgenommen. Da gibt es Schleim, der auch kontaminiert ist. Okay. Hier ist es nicht so. Lass uns das da gerade weggraben. Lass das mal so auch wegmachen. Und wir graben hier oben auch noch was weg. Das sollte funktionieren erstmal soweit. Dann wird das fertiggestellt. Ja, das geht dann schon. Wir können hier noch den Ziegel weiterziehen ein bisschen. Dann geht das auch. Was haben wir hier für einen Erdgasgeysir? Okay, der wäre natürlich auch nicht schlecht anzuzapfen, ne? Ja, hier oben ist das Eisbiom. Da müssen wir auf jeden Fall hin, ne? Da müssen wir unsere Kühlung vielleicht wegholen, ne? Okay, hier fehlt der Strom definitiv an dem Tor. Ja, ich glaube, das können wir einfach mal so runterziehen, ne? Das soll bestimmt auch noch versetzt werden. Oder? Ne, nicht wirklich. Gut, schließen wir es da erstmal an. Oh, hier müssen wir mal aufräumen, ne? Machen wir mal auf 4. Ach, ist ja schon auf 4 wahrscheinlich. Aber da ist was voll. Die Erde kann nirgendwo hin. Wo sind denn hier Container da? Und haben wir noch irgendwo welche? Hier unten waren noch welche. Da fehlt noch was. Warte mal, dann können wir doch da hinten noch einen hinstellen. Bauen wir hier noch zwei erstmal hin. Sollte funktionieren soweit, ne? Da wird Wasser geholt, das ist schon mal gut. Ton ist das und das ist schon eine Alge. Kohlendioxid gibt es hier und hier gibt es verschmutzten Sauerstoff. Okay, das wäre jetzt nicht so wild. Was machen denn unsere Pufflets hier? Und einer ist hier unten, der ist voll falsch geflogen, ne? Was haben wir hier liegen? Mehlholzsamen. Ich hoffe, hier ist nichts drin, weil das wäre schlecht. Gelagert null, dann passt das erstmal. Hier sind noch zwei Betten. Hier ist oben sind die Aufträge schon da dafür, ne? Das machen wir auch weg. Hier können wir nicht nebenher. Oh, da oben ist ziemlich weiter gebaut worden wohl. Das ist alles Alge. Das ist schon mal gut. Da können wir auf jeden Fall die Leiter noch ein bisschen höher ziehen. Warte, wie weit können wir denn hier noch? Bis dahin. Dann lass uns die Leiter mal bis dahin erstmal weitermachen. Die beiden weg. Das hat nicht geklappt. Wir könnten auch mal gerade hier so etagenmäßig was zeigen. Wenn wir das immer 1, 2, 3, 4. Also muss da die Decke hin. Da. Da. Das würde bedeuten, das ist jetzt gerade, ja doch, geht, ne? Kann man so machen. Das ist dann auch 4, ja. Später machen wir das hier rum, das ist dann okay, ne? So passt es dann schon. Da.
4. Und da wäre es auch einer. Das sieht man aber nicht mehr so viel, ne? Also so wäre es ja richtig dann hier, ne? Was ist das? Wasser, okay. Das müssen wir dann mal später aufwischen. Okay, das heißt... Nee, Quatsch. Ausgraben würde ich mal hier diese beiden auf jeden Fall. Weil das würde Sinn ergeben, ne? Ja. Die können wir auch mal ausgraben, wenn. Schauen wir mal. Aber das ist ja noch ein weiter Weg dahin. Aber wir haben da erstmal was gemacht. Und hier können wir auf jeden Fall auch einen holen. Dann holen wir uns nämlich auf jeden Fall noch Algen, weil wir nur noch 3 Tonnen haben. Das ist nicht mehr viel. Das würde der Mordorak jetzt auch sofort unterschreiben, ne? Wir können da runtergehen und da weiterbauen. Also kein Problem. Der Pufflet ist da gerade. Das bedeutet, wir sollten hier schließen, ne? Da fehlt noch eine ganze Tür. Da soll er eigentlich auch nicht unbedingt reinfliegen, glaube ich, oder? Da die Tür hin. Ja, die Schleuse hier müsste mal auf, damit er runter kann, ne? Ja. Jetzt fliegt er natürlich wieder hoch und natürlich auch sogar da noch rein, ne? Hoffentlich geht er jetzt zurück. Ja, super. Das hat gut geklappt. Das haben wir sicher richtig gut hingekriegt, ne? Ja, doof gelaufen, dass er jetzt da wieder drin ist. Okay, können wir nicht ändern, ist halt so. Mach das mal gerade so. Und mach mal... Oh, jetzt ist das gerade gespeichert und wir haben hier so ein Shit. Da haben wir Glück gehabt noch, oder? Der Rest ist ja okay, denke ich mal. Ja. Graben wollten wir hier noch. Und hier ist Sauerstoff drin. Also das wäre egal, das ist sauber. Ja, dann müssen wir gucken, wie wir das da abbauen erst. Kriegen wir schon irgendwie hin. Der soll auf und der soll zu. Der Pufflet ist nach oben abgehauen, das ist schlecht. Das bedeutet für mich, ah, wir werden das hier mal, ach, das war auch hier schon der Plan, ne? Genau. Hier soll eine Schleuse hin. Das bedeutet eigentlich, den hier mal rausreißen, entwurzeln. Und da muss dann zugebaut werden, ne? Zurzeit ist die Rutschstange da natürlich sehr schön, ne? Hier ist ja schon fertig. Das bedeutet, wir können jetzt hier ausgraben anfangen. Und das Ganze müssten wir ein bisschen priorisieren, würde ich sagen. Machen wir hier mal auf 6, oder? Okay, Ellie ist jetzt hier am Luft holen, ist aber hier oben wohl am Arbeiten gewesen, ne? Abyssalit. 2 wird es schon wieder höher gehen, ne? Wie sieht es denn nach unten hin? Was war das gerade? Achso, da wird gearbeitet. Sehr schön. Ja, das geht alles, ne? Ja, der wäre schön, wenn er da runter geht. Ich glaube, den können wir gerade jetzt wegreißen auch. So, da können wir jetzt mal ganz schnell Dingens machen. Einen Ziegel hin machen. Und den priorisieren wir mal gerade auf 9. Okay, hier können die da schon runter? Weiß ich nicht. Ach, jetzt ist er nach oben geflogen. Okay, jetzt können sie auf jeden Fall da schon mal hochlaufen. Das geht.
Das mit der Tür hier so langsam auf ist natürlich schlecht, ne? Und der muss nach unten, der Pufflet. So geht's nicht. Ich glaube, wir machen hier schon mal, die zerlegen wir schon mal. Und das zerlegen wir auch. Ich glaube, die kommen trotzdem da hoch. Aber er muss nach unten und nicht nach oben. Das wird ein bisschen tricky sein, den da runter zu kriegen, ne? Die Leiter da ist schon mal fertig. Er fliegt immer weiter hoch, das ist schlecht. Hier, das muss auch auf 7 besser noch, damit da oben Sauerstoff mal hinkommt. Graupelweizen. Keuchwurz. Ja, kühler Atem. Hier müssen wir überlegen, was wir damit machen dann. Da kommt auf jeden Fall jetzt der Sauerstoff schon mal hin. Das ist schon mal gut. Hier wird weitergebaut, auch sehr gut. Wo ist er jetzt, der Pufflet? Da ist er. So, zack, auf 9. Jetzt ist er gerade wieder hoch, ne? Ist klar. Jungen, geh nach unten. Ich brauche dich da oben gerade nicht. So, jetzt ganz schnell bitte. Es ist schon fertig. Komm, ja, super. Hast du prima gemacht, Pufflet. Genau so, oder Pufft. Genau so, das wäre der richtige Weg. Genau, prima, sehr gut. So, das bedeutet, hier sind wir dann fertig. Die müssen jetzt immer da lang. Jetzt muss hier noch die Stromleitung gelegt werden, ne? Ziegel, Kabel. Kabel mal 7. Kabel 7. Das dauert zu lange für die. Die Türen müssen schneller aufgehen. Kabel 7. Na, das ist ein nerviges Geräusch so, ne? Kabel 7. Erde. Ich hätte gerne das Kabel da. Kriegen wir das? Ja, ne? Haben wir so viel Kupfer? Das ist die nächste Frage, ne? Können wir das auch hier priorisieren? Wahrscheinlich, oder? Aber dann sind immer die Türen dazwischen. Das Kabel und da auch noch mal das Kabel. Passt. So, jetzt können wir hier aber auch noch Erz abbauen gerade. Falls wir das benötigen, dann können wir das auch abbauen. Lass mal den letzten hier gerade weg, den brauchen wir nicht. Oh, was schlecht ist, dass der da drin ist. Und, na, obwohl doch, durch die Dingens leuchtet das. Da könnte jemand seines Schlafes beraubt werden. Die können da durchgehen. Das heißt, wir können da auf jeden Fall zumachen. Ja, um mal, dass jetzt die Leitungen hier für den Strom fertig werden. Die sind ja fleißig dabei, wie man sieht. Und wenn das fertig ist, dann gehen die Türen da oben auch schneller. Und das könnte so ein bisschen zum Verhängnis auch mal werden, ne? Hier wird aber noch Wasser benötigt, um dass die Pflanze Sauerstoff macht. Okay, das mit dem Leitung geht voran. Wie sieht es hier mit Essen aus? 42.000. Alge wird auch weniger. Sauerstoff ist noch Problem. Abyssalit haben wir jetzt das erste Mal neu. Hier sind noch 2.
Haben wir 7? Haben wir 7, sollte gehen. Sollte gleich funktionieren. Algen sind gefragt. Algen gibt's hier. Mach das mal weg, dann haben wir ein bisschen mehr Algen. Hier oben war auch nochmal Algen, aber das wird ja schon abgebaut. Da ist noch unbekannt. Lass uns die Leiter noch 2 Stufen höher machen. Vielleicht doch 3, weiß ich nicht. Oder lass mal so erst. Aber das wird ja schon mal. Da ist noch nichts. Hier ist noch Alge. Ja, und hier ist natürlich auch Alge, ne? Das müssen wir dann mal abbauen wohl, ne? Hier können wir auf jeden Fall graben bis nach da. Weil der ist ja oben schon fertig, der Weg. Auto. Mach mal schnell die Tür zu. Jetzt brauchst du es nicht mehr machen. Jetzt hat sich's erledigt. Das habe ich aus Versehen aufgemacht. Das wollte ich gar nicht. Ja, jetzt macht da einer die Tür zu. Ist klar, ne? Jetzt kannst du öffnen, weil der schon wieder da oben ist. Na super. Die Tür muss mal ganz schnell gebaut werden hier. So ein Shit aber auch. Okay, die Aufgaben sind jetzt schon mal wieder verteilt, ne? Ja. Das ärgert mich jetzt, weil wir da den haben hätten können hier unten, ne? Jetzt machen wir mal die Tür erst auf Prio 9 auf. Okay, Forschung abgeschlossen. Welche war das? Transritrohr, okay. Gucken wir gerade aber nochmal rein. Was wir hier noch neu forschen können dann. Ich würde jetzt hier den Jetanzug und das alles machen. Ja, mach das erst fertig. Ja, dann sind wir da mit dem durch und dann ist erstmal alles gut. Ach, hier oben ist was angefangen und noch nicht zu Ende. Ach so, der muss zuerst fertig. Ja, dann lass erst eine Espressomaschine machen. Auch gut. Gut, okay, dann würde ich aber sagen, machen wir erst einen Cut. Ist sowieso schon wieder lang geworden. Wie sieht's mit unseren Algen aus? 2,5 Tonnen nur noch, das wird immer weniger, aber wir haben hier noch was zum Abbauen, das müssen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge priorisieren. Ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Gerne Kommentare schreiben, gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Falls ihr noch keinen Daumen hoch gegeben habt, macht das und abonniert den Kanal, das wäre auch schön und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Kurz hier noch geguckt. Vertikaler Tunnel ist das? Ja, das war ja dann klar, ne? Und hier unten sind noch die 3 für die Röhren. Wunderbar. Bis dann. Ciao.